Felix war ein Mensch, der sich mit ganz vielen Leuten schnell befreunden konnte. Felix war ein unglaublich bescheidener Mensch. Für mich war Felix sehr wichtig, weil er mit ihm gemeinsam hat man die Welt ganz anders auch noch sehen können. Er war voller Humor. Wir haben die Stiftung gegründet, als mein und Hubert Burders Sohn Felix an Darmkrebs erkrankte. Das war im Jahr 1999 und er war 31 Jahre alt. Natürlich hat kein Mensch jemals damit gerechnet. Und wir haben eigentlich erst nachher begriffen, dass wir eine positive Familiengeschichte haben. Also, dass es irgendwo Darmkrebs in der Familie gab. Aber es hat nie jemand nach der Familienanamnese gefragt. Kein Arzt hat uns jemals aufgeklärt. Christa und ich wollten nach dem Tod von Felix aufmerksam machen auf das, was eben durch Vorsorge erreicht werden kann, dass Darmkrebs eine Krankheit ist, an der man eigentlich nicht mehr sterben muss, wenn man weiß, dass sie erblich bedingt ist, wenn man weiß, dass sie durch rechtzeitige Vorsorge verhindert werden kann. Das wussten wir nicht, obwohl mein Großvater eigentlich an dem gleichen starb, beide Eltern damit zu tun hatten. Er hat diese Krankheit 2 Jahre überlebt und bevor er starb, war es sein erklärter Wunsch, dass diese Stiftung eben nicht den Namen seines Vaters tragen sollte, sondern seinen Namen und die Menschen darüber aufklären, dass das ein Krebs ist, den man verhindern kann und insbesondere Familien mit Darmkrebs aufklären soll, dass sie ihre dass die Angehörigen in diesen Familien eben sehr viel früher zur Darmkrebsvorsorge gehen müssen. Denn das ist ja ein Krebs, den man nicht bekommen muss. Also auch wenn ich schwer belastet bin, familiär belastet bin, ist es so, ich kann diesen Krebs durch eine Darmspiegelung verhindern. Ich muss dann eben nur sehr viel früher und häufiger gehen. Was hat die Stiftung dann als erstes gemacht nach seinem Tod? Mit was hat sie sich beschäftigt? Es gab einmal die Frage, die mich selbst sehr beschäftigt hat, wo kriege ich valide Informationen her? Ich selber bin wochenlang im Internet unterwegs gewesen, um das zu verstehen, was ist das überhaupt für eine Krankheit? Was gibt es denn für Therapiemöglichkeiten? Wo sind die neuen Therapiemöglichkeiten, wo man vielleicht in eine Studie reinkommt? Man musste es sich auf der ganzen Welt zusammensuchen, diese Informationen. Also haben wir als erstes gesagt, wir machen eine deutsche Webseite für Patienten und die gestalten wir auch so, dass jeder darauf etwas findet, was er jetzt gerade im Moment seiner Krankheit benötigt. So ist die Webseite auch strukturiert. Das Zweite war, dass wir gesagt haben, wir haben hier ein Medienhaus. Wir selber haben irgendwie 50, 60, 70 eigene Medien zur Verfügung. Die können wir erstmal alle dazu einsetzen, um die Leserschaft jedes einzelnen Mediums dazu zu bringen, sich mit Darmkrebsvorsorge zu beschäftigen, überhaupt mal zu wissen, es gibt eine Möglichkeit, diesen Krebs zu verhindern, indem ich einfach zur Vorsorge gehe. Die Felix-Burder-Stiftung hat 2001 mit rund 1 bis 2 Mitarbeitern um Frau Mahr herum begonnen und hat heute 3 Vollzeit- und 2 Teilzeitkräfte. Wir sind also sehr effizient. Der erste Darmkrebsmonat März 2002 war quasi ein Import aus Amerika. Weil Bill Clinton hat den Darmkrebsmonat März dort erfunden, den Colon Cancer Awareness Month. Und Frau Dr. Mahr hat den einfach für Deutschland adaptiert. Der erste hat 2002, wie gesagt, stattgefunden. Und im Anschluss daran, wenige Wochen danach, gab es die erste Gala im Arabella Sheraton. Moderatorin war damals Nina Ruge. Und die hat was Sensationelles gemacht, von dem Frau Dr. Mahr heute noch gerne erzählt. Es war revolutionär.
Die ist mit dem Mikro von der Bühne runter in die gesetzten Galagäste und hat ihnen das Mikro vor die Nase gehalten und hat gefragt, warst du schon bei der Darmkrebsvorsorge? Die Christa hatte mich angesprochen beim Bambi. Das muss im Jahr 2001 gewesen sein, gehe ich mal davon aus. Und ich habe überlegt, habe mir gedacht, Darmkrebs, das ist wirklich mutig. Weil damals war nun mal Darmkrebs ein I-Baba und Igittigit-Thema. Und genau das, sich auf die Fahnen zu schreiben, das ist nicht so einfach wie mit, für Kinder, die krank sind oder für Kinder, die nichts zu essen haben, zu werben. Das hat mich sofort überzeugt. Der Felix Buddha Award bildet den Abschluss jedes Darmkrebsmonatwerts. Er wurde ins Leben gerufen, um die Menschen zu ehren und ihnen sozusagen eine Bühne zu geben, die sich das ganze Jahr über und vor allem im Darmkrebsmonat März für die Darmkrebsvorsorge einsetzen. Da gibt es tolle Projekte. Wir sind immer wieder überrascht, was für tolle Bewerbungen bei uns reinkommen. Da gibt es zum Beispiel ein Fitnessstudio, das eine ganze Stadt mobilisiert, mitzumachen, Informationen an die Bevölkerung rauszugeben. Da gibt es Krankenhäuser, die informieren, auch Testimonials, Prominente, die sich dafür engagieren während dem Monat. Was liegt in einem Medienhaus näher, als dass man über eine Kampagne nachdenkt? Da hatten wir die gute Idee, dass man die Testimonials sozusagen mit dem, was man heute Celebrities nennt, machen würde. Und vom ersten Moment an haben alle mitgeholfen. Schauspieler und Schauspielerinnen, die man kannte, Sängerinnen, Sänger, Moderatoren, Anchorleute. Alle waren dabei, alle waren natürlich durch unser Schicksal bereit zu helfen, Christa und mir zu helfen. Warum ich mich für die Felix-Buddha-Stiftung einsetze, ist 2001, als mich Frau Mahr gefragt hat, ob ich mich für die Felix-Buddha-Stiftung einsetzen möchte, da war ich 33 Jahre alt und das war genau dasselbe Alter wie Felix, als er von uns gegangen ist. Und auch die Zahlen sprechen dafür, dass man was tun muss, dass man was bewegen muss. 69.000 Menschen erkranken pro Jahr an Darmkrebs, 27.000 davon sterben. Und eigentlich müsste keiner davon sterben, weil es kein medizinisches Problem ist. Es ist ein rein kommunikatives Problem. Prävention schützt das Leben. Und das können wir, die in der Öffentlichkeit stehen, gut vorantreiben. Und deswegen gibt es mir viel Energie, mich da einzusetzen. Die Kampagne bildet sozusagen immer den Rahmen im Aktionsmonat. Und wir haben von Anfang an bei unseren Kampagnen darauf gesetzt, dass wir mit innovativen Ideen kamen. 2008 hatten wir die Kampagne I Feel Good und die orientierte sich an dem berühmten Song von James Brown. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. Sie fühlen sich gut? Sie könnten Darmkrebs haben. Weil man ihn erspürt, wenn es zu spät ist. Gehen Sie wie wir zur Darmkrebsvorsorge. Ich habe heute den neuen Spot mit Annette Frier gesehen, wo sie wirklich sagt, mein Arsch gehört mir und ja klar, eine Kamera in den Hintern, am besten noch den Regisseur hinterher und so, wo man erstmal so denkt, oh, hat die das jetzt gesagt? Und am Ende wird das dann eben so schön aufgelöst und ich glaube, das, so muss man die Leute auch ansprechen, weil man muss sich irgendwie unterscheiden von all dem anderen, was den ganzen Tag auf einen einstürzt. Hier steht's, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt auch für meinen Arsch, Herr Doktor. Jetzt mal im Ernst, bei Darmkrebs hört bei mir der Spaß auf. Ich gehe zur Vorsorge. Das geht schnell, tut nicht weh und schämen muss man sich dafür auch nicht. Das gelingt sehr gut, das macht die Felix-Buddha-Stiftung seit Jahren gut. Und ich bin mir sicher, mit dem Team, ich kenne die ja alle sehr jung und sehr kreativ und eben auch flexibel genug, um neuen Strömungen nachzugehen, die werden das super machen. Ich bewundere Frau Mahr sehr wegen ihres ganz enormen Engagements aus der persönlichen Motivation heraus. Umso bewundernswerter dieser persönliche Einsatz. Und man kann sagen, dass in all den Jahren dank ihrer nicht nur nationalen, sondern auch europäischen und auch internationalen Engagements sie zu einer Identifikationsfigur der Darmkrebsfrüherkennung nicht in Europa, sondern in der Welt geworden ist. Die Felix-Buddha-Stiftung ist im Kern nichts anderes als eine Kommunikationsagentur. Ja? Mit besonderer Push-Funktion. Also das heißt, wir sind halt diejenigen, die in verschiedensten Bereichen anschieben
und die Kommunikation zu diesem Thema Darmkrebsvorsorge und Früherkennung leisten. Ein ziemlich signifikanter und großer Baustein dieser Maßnahmen ist Faszination Darm, das größte Darmmodell Europas, was mittlerweile von 200.000 Besuchern nicht nur in Deutschland, sondern in Tel Aviv, Frankreich, Österreich, der Schweiz und der Niederlande besucht wurde. Das ist ein absolutes Erfolgsmodell und das ist quasi ein Baustein aus dem Bereich Live-Kommunikation der Felix-Burder-Stiftung. Wo macht das Thema noch Sinn? Die Lindenstraße ist darauf eingegangen und hat jetzt eine ganze Geschichte um das Thema Darmkrebs, Darmkrebsvorsorge herum entwickelt. Es war dann eine junge Frau, die Darmkrebs bekam in einem relativ jungen Alter mit einem kleinen Kind. Und als diese Frau gestorben ist und das Kind dann bei Mutter Beimer landete, da war die ganze Lindenstraßen-Fangemeinde unglaublich traurig und hat die Redaktion mit Briefen, mit Beileidsbriefen bombardiert. Und ich bin davon überzeugt, dass ganz viele aufgrund dieser Geschichte dann auch tatsächlich zur Vorsorge gegangen sind. Ein weiterer Baustein der Kommunikationsarbeit ist zum Beispiel eine Filmkoop gewesen im letzten Jahr, in 2010, beim Dani-Levi-Film Das Leben ist zu lang, wo Heino Ferch einen Gastroenterologen gespielt hatte und die Hauptfigur die komplette Kiste der Koloskopie mitmachen musste, von der Vorbereitung über die Koloskopie, die Untersuchung selbst, bis hin zur Nachbesprechung mit dem Arzt. Es war hervorragend, es war genau das, um was es geht. Es war richtig, es war medizinisch korrekt, es war halt nur sehr humorvoll und witzig. Und von daher hat es perfekt gepasst in unsere Comedy-Kampagne im letzten Jahr. Die Felix-Burder-Stiftung versucht aber auch fortschrittlich zu denken und sich nicht nur auf die klassischen Wege der Kommunikation wie TV, Print, Radio und Online zu beschränken, sondern geht natürlich auch, wie alle anderen mittlerweile auch, den Weg der Social Media und vor allem der Apps. Das heißt, wir sind nicht nur in Facebook und Twitter und Xing aktiv, sondern haben auch vor kurzem die erste Präventions-App in Deutschland auf den Markt gebracht, die App zum Arzt. Und die ist mittlerweile von 20.000 Usern downgeloadet worden. Und darüber kann man ganz simpel für die komplette Familie eben nicht nur Darmkrebsvorsorge managen, sondern 13 Impfungen, 13 Krankheiten, die komplette Zahnvorsorge und alle U-Untersuchungen. I've been searching a long time. Someone exactly like you. Wenn ich heute an den Felix denke, ist es immer traurig und immer schwer, aber auch sehr schön. Es gibt so einen, natürlich, ich habe ihn doch wenige Tage vor seinem Tod gesehen und wir haben stundenlang geweint und gelacht. Und so eine Vision, die wir hatten, war, dass wir ja irgendwann, so wie in, da gibt es dieses Asterix auf Korsika-Heft, dass wir irgendwann auch so wie die 80-Jährigen auf einer Säule gemeinsam sitzen wollen und über die Jugend lästern. Und da waren wir beide sehr traurig drüber, dass uns das vielleicht nicht gegönnt sein wird. Und das ist so ein Gedanke, den ich oft habe. Mein Sohn Felix wäre wahrscheinlich ganz schön stolz auf die Stiftung, denn wir haben ja wirklich in den 10 Jahren einiges erreicht. Vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben. Es liegt noch viel vor uns, aber ich glaube schon, er wäre auch jetzt schon stolz. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Best is yet to come.